Dann drehen wir da jetzt einmal um. Boah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS 2 Multiplayer mit dem Basti. Servus. Schön reingehuckt in die Anmoderation, muss ich schon sagen. Ja, das soll ich ja. Boah, ist das laut. Viel zu laut. ich würde sagen... Was, ich fahr mal los? Was? Ja. Fahren wir los? Ohne mal feststellbar. Wir machen heute einen Auftrag nach Frankfurt am Main, was, ne? Genau. Das Problem ist, ich habe da so einen größeren Auflieger und ich habe Angst, dass ich den einfach nur an der Mauer oder so ranfahre. Ja. Oh. So, mal wieder mit einem Typen oder ETS, das wird auch wieder lustig. Haben wir ja schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ETS ist mal eine Zeit her. Boah, der ist ja rot. Ja, jetzt weiß, warum ich da stehe. Okay, Drag Race. Hm. Oh, nein! Oh Mann. Oh, ja Mist. Boah, Schluss. Hat niemand gesehen. Ich muss da auch rein, wo du rein musst. Also den hier, Frankfurt am Main, gibt 4980, ist ein größerer Auflieger, das heißt, es wird relativ lustig. Was kriege ich? Im Endeffekt hast 5600. Oh. Haha. Achso, bist du mehr als ich, scheiße. Ja. So, wie fahren wir den als Kombi, also zwei Auflieger oder als Tandem? Mir egal. Wenn ich die Tandem fahre ich so oft, ich würde sagen, wir fahren einfach mal den. Ich fahre Tandem. Okay. Da muss ich auch dran. So, mal schauen, ob ich das überhaupt noch kann. Oh ja, da ist eh rückwärts, so. Mal schauen, ich spiele ja da jetzt mit G27 wieder. So, das schaut aber gar nicht so. Ja, perfekt. Ja, das wird heute auf jeden Fall lustig mit den Auflieger und er auch. Und so, oh ja, da ist. Hä, ich hab doch auf T drückt gerade. Ich denke mal so, da ist ordentlich was dran, ja. So, jetzt. Oh ja, das merkt man auf jeden Fall in der Kupplung. So, ich fahr mal los, ne? Oder willst Warte du mal. Ah, komm, ich fahr mal vor. Ich hab ein bisschen Respekt vor den Auflieger, ja. Ja, nimmt mich voll mit da. So, wie geht denn? Achso, ne. Das ist rüber schon, genau. Heute in den Abendstunden auf jeden ja, Fall. Ja, ich hab's schon mal richtig gemacht. Warte auf mich, ich hab's jetzt schon verkackt. Nein, du bist jetzt schon an den Zahnrand gefahren, oder was? Ja, ich hätte geglaubt, das geht sich aus. Also, don't mind me. Besser als du. Ja, das geht schon, das hat niemand gesehen. So, jetzt stehe ich da halt an der Ampel, die ist jetzt gerade rot geworden. Ja, bei mir ist auch gerade rot. It's green. Grün. Let's go. Grün. It's me, Mario. Mario number one. So, ich kann ja da eh so rüberschauen, da in den Spiegel. Das war dunkelorange, so. Tiere. Ah, okay, der Raffel ist jetzt noch da. Mitten in der Aufnahme. Der spielt dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge mit. Ja, ich starte jetzt dann schon mal. Ja, na, wir haben erst angefangen, also mach da keinen Stress. Ja. Es wird eh nur der eine Auftrag, glaube ich. Das sind jetzt, Philipp, keine Ahnung. Das ist so eine komische Kreuzung. Kein Nö. Stress. Da haben wir 214 Stress. Kilometer jetzt noch. Kein Stress. Yes. Yes. Also mit Daten. Hier auf der ah, das war noch orange.
Das war noch häufig, orange. Die häufigste Ausrede, das war dunkel. Dunkelorange. Natürlich. Achso, ich habe einen größeren Auflieger, ich muss ein bisschen aufpassen. Nach rechts geht's da, okay. Boah, also wenn ich da jetzt das Heel and Toe Downshifting da jetzt gerade wieder mache im Maurer Truck, da kriege ich gleich wieder richtig Bock aufs Assetto Corsa Driften. Achso. Nee, doch, du sagst jetzt ATS. Achso, ja, ATS auch, aber... Du bewegst jetzt mal deinen Arsch, oder was? Spaß. Ja, es war rot. Kann ich auch nichts dafür. Ja, dann rote mal schneller, bitte. Dann rote mal schneller, bitte. Ich komme schon. Da hinten kommt die rote, Ich fahr schon 50, du kannst ruhig Gas geben. So schneide ich dir mal schön die Vorfahrt. Zack. Was ist das denn? Bist du behindert oder was? Was ist? Aber ich führt da mit 190 gefühlt da mit vorbei, ne? Spaß. Pass auf, wenn ich gleich die Fensterscheibe runterlasse, du Vogel. Fensterscheibe kann ich gerne runterlassen. Geht das? Ja, sicher. Ich weiß jetzt nicht, welches Fenster ich runtergemacht habe. Das drübere. Oh. Warte, ich sollte lieber nach vorne schauen. Da ist er rot. Hey, ich dachte, wir sind auf der Autobahn. Oha. Wo ist denn Rotz, Alter? Ich fahr 80. Ah, das ist das Fenster. Auf geht's. Fahren wir halt einmal mit offenen Fenstern. Alter, da ist jetzt schon 3,3 GB Update. Du musst die 1,39 runterladen. Was? Das neue Update nicht runterladen. Das ist die 1,4. Mit der geht's aber nicht, also 1,40. Du musst 1,39 bei den Betas runterladen. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, na, bist du gerade auf Steam? Ja, dann auf Eigenschaften, oder? Ja, na, dann gehst du auf das Eigenschaften, ja? Der Typ denkt dran, dass du ein bisschen mehr ausholen musst, ne? Ja, ja, ist sich jetzt eh ausgegangen, oder? Betas? War knapp. Genau, Betas und dann Temporary 1.39.x müsste das heißen. Zumachen, oder? Ja, das Download ist von, ja, genau. Du müsstest eh sehen, dass er ein Update macht. Nee, gerade macht er nichts. Soll ich jetzt das eine scheiß Update da weitermachen, das was 3,3 GB lang ist, oder nicht? Naja, das 1,39er da halt. Ja, woher weiß ich, dass es jetzt das 1,39er ist? Das weiß ich nicht. Ich hab's ausgewählt, aber wenn ich dann aufs XR gehe, ist noch der alte da. Ja, ja, aber wenn du in deiner Steam-Bibliothek bist, steht da beim Stil. Beim Stil. Steht da beim Spiel so Temporary 1,39 dabei? Ja. Sag einmal. Also, wenn du das bei der Fahrprüfung machst. Hab ich ein Problem. Dann. Macht der Fahrlehrer. Bitte rechts rausfahren. Nee, der macht während der Fahrt die Tür auf und schmeißt dich raus. Hast du ein Glück? Ich habe mich jetzt da verdrückt leider und hab rüber geschaut. Oh, scheiße. Philipp ist. Ich bin jetzt drin. Ah, okay. Ich fahr 83, du bleibst nicht. Da war ich lustig mit euch hier jetzt aufzunehmen. Mir steht jetzt dort, weil ich ja schon im Spiel drin bin, Temporary 1,39 wird ausgeführt. Passt. Ja, nein, Multiplayer muss halt machen. Achso, ja, fix. Kann ich auch so ein scheiß Manöver abziehen? Professionell ausgewichen. Ja, genau. Auf den Stadtstreifen. Mahlzeit. Oh, 105. Jetzt geht's los. Oh, ich fahr 110.
Fast 120. Ist so wie früher. Ah, leider nicht. Bis 160 gefahren. So, warte mal, wir müssen nach da nicht. Wir müssen. Ja, na, ich hab's Navi nicht offen. Ich finde das. Ich finde das so irgendwie cooler. Ja, ich hab's eben im LKW drin, das Navi. Ja, ich nehme das LKW-Navi, also das fest verbaute quasi, ja, und nicht das. Track. Ich habe noch ein Drittel. Ich kann noch genau 1084 Kilometer. Ja, das stimmt ja nicht. LKW. Sag mal, Amateur. Welchen Server seid ihr? Simulation 1. Deutschland. Ja, da wo die meisten Leute drauf sind. 2600. Ich schätze mit ihr seid die 2658. Wahrscheinlich. Gut. Wie fortsetzen? Immer schon ein bisschen interessant werden. Ich habe jetzt mal ein gefährliches Manöver gemacht. Er guckt bestimmt gerade mein Spiegel. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt haben wir ihn auf. Gut, die Kurve ist ein bisschen länger. Das geht noch. Ja, ich sehe den da im Spiegel, da über alle zwei Spuren da drüber. Wo geht denn euer Auftrag hin? Gerade nach Frankfurt am Main. Wohin? Frankfurt am Main. Frankfurt. Frankfurt, ah, das ist zu weit. Frankfurt am Main. Warum sogar da? Lass mal den Hattrick wieder vor. Geht schon. Spaß vorbei. Nee, ich will die, ich will jetzt nicht hier schon. Weißt du, wie ich die mal reingefahren habe? Ja, ich meine, normalerweise überhole ich ja nicht rechts, aber nur diese nervigen Mittelspurschleicher, auf die habe ich keinen Bock mehr. Ich meine, wenn ich Autobahn fahre und es ist nichts los und ich sehe irgendeinen Neger, der da in der Mitte fährt, das ist mir nicht wert, dass ich mein Tempomat rausmache, zweimal einen Blinker setze und da rüberfahre. Oh, warte mal, wir müssen da runter. Ich möchte Sie darauf hinweisen, hier in die Richtung Frankfurt am Main dieses Wort nicht mehr zu sagen. Es klingt rassistisch. Es klingt rassistisch. Es ist keine. Uha. Hat keinen rassistischen Hintergrund. Boah, in mir kommt einer. Oha, ja. Ich habe ihn gesehen, wie er sich ihm dann spontan umentschieden hat, auf die linke Spur zu wechseln. Aber eigentlich sind die Leute ja nett, das müsste man ja. Normalerweise, wenn jemand auffahrt, fahrt man ja rüber. Normalerweise. Alter, hab ich den gerade die Vorfahrt gerissen. Dann sind wir auch schon da gleich. Mhm. Wenn wir dann die Aufnahme eigentlich, oder machen wir noch mehr? Naja, ich weiß nicht, ist schon relativ kurz gewesen jetzt, aber es macht ja auch nichts, oder? Ja, weil dann kann der Raffel dann gleich mitfahren. Macht mehr Spaß beim Rendern. Was? Macht mehr Spaß beim Rendern. Ja, weil es nicht so lang dauert. Achso, nein, Kreisel wird nicht reingeblinkt. Nur raus. Da war ja was. Wie lange mache ich jetzt schon Fahrschule? So, jetzt bin ich am Frankreich. Was denn? Was war das? Meister, also so Manöver habe ich auch noch nicht gemacht.
Ich habe ja schon viel gesehen, aber sowas auch nicht. Was hat der für eine Nummer gehabt? Er hat sich entschuldigt. Alles gut. Ja, der? Nee, das regt mich auf da. Mach mal gleich P-Info. Weißt du den jetzt nicht reporten, finde ich. So, jetzt habe ich's drauf. Oh ja. Das geht ja. Der kann doch nicht linke Spur. Sei doch mal nicht so gnädig zu den Leuten. Der kann doch bitte nicht linke Spur rechts rüber blinken, ohne dass er in seinen blöden Spiegel reinschaut. Das war nicht so der Bild. Das war jetzt aber auch sauber geschnitten, mein Freund. Wir sind auf Simulation 1, Philipp, da musst du dich gewöhnen. Das heißt Simulation und nicht Arcade. Wenn die Leute fahren wollen, wie es fahren wollen, dann sollen sie bitte Arcade spielen. Arcade one over. Aber nicht Simulation. So, bin fertig. Ja, das könnte bei mir jetzt noch interessant werden mit dem, ja, hoppala, jetzt ist er abgestorben. So. Ja gut, dann warte ich mal auf dich. Jetzt werden wir das schön ausholen. Dann gucken wir mal das Schauspiel hier an. So, muss ich da jetzt... Wo muss ich da jetzt rein? Da muss ich rein, links. Denke schon. Ja. Und zwar in welche Richtung? Öha. Okay, das wird jetzt interessant. Also wenn du ein Schauspiel sehen willst, dann hier. Ja, ich bin schon auf dem Weg, aber ich habe hier eine rote Ampel. Ich muss jetzt mit zwei Aufliegern rückwärts. Das geht. Ja, für 5 Meter. Alter, was ist denn hier bei dir in... Oh. Warum braucht da einer Chino? Alter. Nee, kann aber da... Ah, jetzt kann ich rüberfahren. Boah, ich bin da... Ich kann das nicht. Nee, ich sag's, ich kann das nicht mit zwei. Leute, ich werde da jetzt einfach... Was ich machen werde, ist, dass ich da jetzt einmal im Kreis fahre. Irgendwann schneide ich wirklich mal eine Compilation zusammen, Idiot, sondern... Ja. Sorry. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Ja, komm, da sind wir jetzt überhaupt nicht. Da fetzen wir jetzt voll durch. Dann drehen wir da jetzt einmal um. Boah. Wie viel schon? 7%. Ah, lecker. Passt. So, schauen wir uns mal das Schauspiel hier an. Die Folge ist erst nur 18 Minuten lang, das heißt. Boah, die Bremsen sind viel zu intensiv. Braucht erstens ein Stück mehr Totgang. Ein bisschen. Diesmal zu früh. Aber. Oh je, meine, das war jetzt eine Folge. Uiuiui. Na gut, wir sind eh auf 19 Minuten kommen. 18. Und dann, ja, nächste Folge gibt's mit dem Raffel noch dazu, zu dritt. Und dann, ja. Ja, aber dann war es, wie gesagt, für diese Folge. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.